Moin, liebe Top-Familie und liebe Horrorfreunde da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, ja, wir sind hier wieder am Start mit Circus of Death. Und es ist für mich in der letzten Folge was Lustiges passiert. Ihr seht schon, da ist ein Autoren-Chat. Wie das alles zustande kam, checkt deswegen nochmal gerne die letzte Folge. Das war wirklich extremst lustig. Wir machen weiter, das heißt, wir müssen das jetzt nochmal besser machen mit Finn. Ich bin nur gestern einmal hier auf die App gegangen, deswegen kam hier diese Nachricht. Jedenfalls, ja. Ihr wisst, was zu tun ist, Fab. Lasst es doch noch rum da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja, dann Daniel, Mayday, Mayday, ist jemand zu Hause? Schreibt ja gar keiner mehr. Wir nochmal kurz zurückgehen. Ah, nee. Ah, das wurde gelöscht. Ah, das wurde gelöscht, okay. Was war denn noch mal davor? Ich habe Magali geschrieben. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, das ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt. Genau, jetzt, wir müssen zurückdenken, was ich noch mal zuletzt gesagt habe, beziehungsweise mit wem ich noch mal geschrieben habe. I remember. Ich schreibe dir nur noch mal, weil sich keiner mehr meldet und die Gruppe leer ist. Wie, die Gruppe ist leer? Bin ja schon froh, dass du mir geantwortet hast. Warte, die Gruppe ist aber nicht leer, oder? Nee. Dachte irgendwie so von wegen, da ist irgendwie keiner mehr drinne. Gibt es etwas Neues bei den anderen? Sind sie schon dort? Nee, immer noch nicht. Geht es Magali? Es ist gerade viel zu viel passiert. Nee, Sandro ist auch noch nicht da. Mit Marek zusammen. Er fährt immer so langsam, als würde er dabei ein Nickerchen machen. Ja, ach nee. Aber irgendwie ist das bei allen Charakteren, wenn es darum geht, irgendwo hinzufahren. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass Lawrence ihre Kellertür aufgebrochen hat und dann war sie plötzlich offline. Ja. Das müssen die anderen doch wissen. Ich wollte es ihnen gerade schreiben. Dann aber jetzt Flotti-Karotti. Ist das nicht so ein Spiel? Lotti Karotti? Aber wie ist er überhaupt aus seinem Raum gekommen? Sein Raum war irgendwie nicht abgeschlossen. Oder verschlossen. Meinst du, er tut ihr was an? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich hoffe einfach, ich habe eine gute Menschenkenntnis und obwohl alles gegen Laurenz. Ah, jetzt komme ich hier wieder zu dem Punkt. Finn, du musst dich beruhigen. Glaube, ich brauche einen Moment für mich. Oh, das ist anders. In der Zwischenzeit kannst du ja Sandro oder Marek schreiben. Bitte, bitte lass mich einfach keinen Fehler gemacht haben. Bitte. Habe jetzt hier so ein Brecheisen gefunden und mit dem konnte ich die Tür aufbrechen. Boah, ich hoffe einfach, ich habe ein gutes Gefühl. Bin klatschnass geschwitzt. Jedes Magali gut. Wenn ich frage, ist sie bei dir? Ja. Warum schreibt sie nicht? Hätte ich auch machen können. Stimmt, sie kann euch ja nicht mehr schreiben, da ihr Akku jetzt komplett leer ist. Oder das. Sie sieht ein wenig mitgenommen aus. Verschwindet da. Geht irgendwie raus, nach draußen zu Menschen. Und die platzt dann in ihrem Kopf.
muss sich in jedem Fall ein Arzt anschauen. Dann soll sie uns eine Sprachnachricht machen, damit wir wissen, dass es ihr gut geht. Finde ich gut. Ich merke schon, ihr vertraut mir ja echt viel. Okay, jetzt ist die Frage, welche Nachricht drückt am besten auf, wir sorgen uns um sie? Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ist einfach Standard. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Klingt mehr so vorwurfsvoll, dass wir dir nicht vertrauen. Ist doch keine verwerfliche Frage. Wenn es dir gut geht, mach uns einfach eine Sprachmemo. Oh, das find ich jetzt schwer. So rein von der Wortwahl her. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Es ist ja keine verwerfliche... Ich mach das Letzte. Ist doch keine verwerfliche Frage. Wenn es dir gut geht, mach uns einfach eine... Ey, das war... Das war jetzt hier nicht was Vorwurfsfalle. Weil er zu mir jetzt schreibt, chillt mal. Ich hab... Also, meine fand ich doch jetzt eigentlich voll okay. Hey Leute, macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es gut. Ich bin nur echt froh, dass ich endlich dort raus bin. Okay, dann raus mit euch. Raus mit euch beiden einfach. Ja, wir sind zufrieden. So, und jetzt, komm, verschwindet da gemeinsam. Wie ihr einfach glaubt, ich würde ihr etwas antun. Ey, ich habe nur gesagt, schick nur eine Sprachaufnahme. Punkt. Das hat keiner gesagt. Was ist jetzt der Plan? Ihr müsst den Weg aus dem Keller finden. So einfach ist das. Einfach. Dasselbe habe ich auch gedacht. Aber, oder gibt's kein Aber? Wir wollen einfach nur noch hier raus. Ja. Seid aber bitte vorsichtig. So einfach wie das ging, könnte das auch eine Falle sein. True, true, true. Ja, komisch, dass dein Raum nicht verschlossen war und du dann auch noch ein Brecheisen findest. Oh, Finn, echt jetzt? Ihr seid ja alle gut informiert. Ja, danke, und jetzt werde ich hier angemacht. Aber ich weiß, was du meinst, das ist schon merkwürdig. Ja, ist es auch. Ich wusste davon nichts. Wenn ich das Erste mache, ihr müsst auch noch Julina suchen. Verbringen die zu viel Zeit unten. Das dritte ist einfach, ich will, dass die raus sind. Ist dort noch jemand, den ihr befreien könnt? Ich frag mal das Zweite. Das schauen wir gerade schon. Hoffentlich ist Julina hier. Das hoffe ich auch. Mein Gefühl sagt mir nein. In den Räumen, in denen wir gerade waren, war leider keine Spur von ihr. Das kann aber nicht sein. Doch, ich glaube nicht, dass die da war. Hat Magali sie gehört? Ja, ich weiß, deshalb schauen wir uns alles genau an. Vielleicht gibt es einen versteckten Raum. Wie sollen die da? Was machen wir, wenn sie nicht dort unten ist? Nach einem Bücherregal. Denkt er jetzt irgendwie, das ist ein Geheimgang? Dahinter sind oft geheime Räume versteckt. Um die geheimen Tür zu öffnen, müsst ihr einfach an einem Buch ziehen, das am wenigsten mit Staub bedeckt ist. Alles klar, Finn. Ja, aber eine dumme. Ich würde einfach... Ja, ich muss das machen. Weil wenn ich jetzt so irgendwie sage, irgendwie einer von den beiden...
Hat eine dumme Idee geäußert, wäre das dumm. Aber komisch, dass sie da jetzt irgendwie alles absuchen. Oh nein! Okay, jetzt dürfte hoffentlich alles wieder hier gut sein. Hier war gerade irgendwie ein Wackelkontakt bei meinem Kabel. Ich hoffe einfach, dass das jetzt gut geht. Ich werde mich so wenig wie möglich bewegen. Und hoffen, dass ich das behoben habe. Ja, das letzte war, das machen wir sowieso. Wir werden alles gründlich absuchen. Moment mal, ich habe gerade etwas gehört. Was denn? Ist es Julina? Glaube nicht. Klang gerade eher so, als würde jemand kommen. Oh, verdammt. Der Clown. Ihr müsst ruhig bleiben. Da kommt wirklich jemand. Ihr müsst uns verstecken. Oh. Schnell, er darf euch nicht sehen. Wo wollt ihr euch denn verstecken? Ich mach das Erste. Ich bin zwar gerade nicht da, aber irgendwie diese Anspannung spüre ich einfach. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht können die ihn überwältigen. Er ist gerade an unserem Raum vorbeigelaufen. Es ist definitiv der Entführer. Fuck, und jetzt? Hat man genau hin. Hört ihr das? Oh Mist, was machen wir denn jetzt? Das ist die gleiche Stimme wie aus dem Zirkus, wo Finn und Vicky waren. Mist wird. Und was ist, wenn er sie dann schnappt? Und was wird. Sorry, ich glaube nicht, dass Julina da ist. Deswegen sage ich eher raus. Ja, da müsst ihr doch schnell raus, weil wenn er sieht, dass ihr raus seid. Ja, genau. Machen wir. Dort müssten auch noch ein paar Räume. Hey, wir sind jetzt gerade angekommen und gehen jetzt sofort rein. Marek hat mir kurz erzählt, was in der Gruppe geschrieben wurde. Oh Mann, ich hoffe, dass wir Julina finden und es Magali wirklich gut geht. Ich melde mich sofort nochmal. Danke dir. Ciao. Ach, hat er nur mich angerufen? Wir wissen nicht, ob das der gleiche Ort ist. Ich weiß nicht warum. Ich will das antworten. Wir gehen da jetzt rein. Okay. Hoffen wir, dass das der gleiche Ort ist. Also bis gleich. Hoffen wir einfach mal, dass das der gleiche Raum ist. Oder das gleiche Gebäude. Ich finde euch. Shit. Er sucht uns. Ich hab so Angst. Ich hoffe, er findet uns nicht. Versucht leise zu sein, das hoffe ich auch mal, Gali. Wir machen
auch nicht vor, wir hatten auch nicht vor, Lärm zu machen. Ich kann mich schon in die Hose vom Zuhören, ja. Wartet, bis die Luft rein ist und dann raus. Ruhig bleiben, abwarten, bleibt nichts anderes übrig. Bleibt so lange in eurem Versteck, bis ihr euch ganz sicher seid, dass die Luft rein ist. Lieber das erste machen, weil zu lange dürfen die dauerlich sein, weil dann. Ja. Ich hasse es, Jon. Ich muss die ganze Sache auswählen. Geh nie wieder in einen Keller. Bist du das jetzt, Laurenz, oder schreibt das gerade Magali? Nein, ich bin es. Du wohnst doch in einem Keller. das tut doch gar nichts zur Sache. Wir müssen über andere Sachen sprechen. Außerdem ist das eine Wohnung und kein Kellerabteil. Wenn du meinst. Ja gut, aber er macht ja Späße. Das ist jetzt ja kein negativer Spaß. Dass sie nicht provozieren. Mein Gott, also Alessio hat jetzt ja nicht irgendwie was Blödes gesagt. Da läuft er immer noch rum. Ich werde euch finden. Und dann werde ich Spaß haben. Dann werde ich was? Was für ein Freak ist das bitte? Naja, das ist er. Ich erkenne seine Stimme wieder, genau. Wollte ich was sagen. Finn und Vicky haben schon Erfahrung mit ihm gehabt. Gefunden! Oh, die haben das auch gesehen. Oh, nee. Gefunden! Da war der Clown, der auch schon bei mir im Handy aufgetaucht ist. Habt ihr ihn alle gesehen? Kommt keine Antwort. Oh, fuck. Lass uns bitte nicht den Teufel an die Wand malen. Er hat schon öfter unsere Verbindung gestört. Ja, das stimmt. Wo sind Sandro und Malek? Ich heule gerade, ohne Witz. Heule gerade. Na, guck mal, Vicky schreibt. Ja, guck mal. Genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Oh. Warum habe ich aber das Gefühl, dass das zwei verschiedene Orte sind? Hast du von denen etwas gehört? Kann doch nicht sein. Fahre gleich selbst dorthin. Angeblich, sagen die, sind sie schon dort. Ja, was ist denn, dass das nicht der gleiche Ort ist? Das ist das Problem. Ich weiß, ich habe gerade versucht, die anderen zu beruhigen. Aber sind wir mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist das? Mir ist wirklich schlecht von dem Gedanken. Lass uns bitte nicht darüber nachdenken. Ich
Ich will jetzt nicht pessimistisch klingen, aber vielleicht sind sie gar nicht. Ja, das habe ich auch schon gerade eben gesagt. Wir hoffen zwar alle, dass sie dort sind, aber haben keine Sicherheit. Ja, genau das ist das Problem. Und was machen wir, wenn dieser Worst Case eintritt? Nochmal neu auf die Suche gehen, wo sie denn stecken könnten? Ganz ehrlich, wenn sie deutlich sind, sind sie am Arsch. Ja. Da muss ich Vicky leider recht geben. Wenn Julina in keinem der Räume ist, ist sie vermutlich schon tot. Das klingt so schlimm, aber du könntest recht haben. Ich weiß, dass es hart klingt, aber wir müssen der Realität ins Auge schauen. Nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Das ist absolut richtig. Und nicht immer gewinnen die Helden. Haben wir auch recht. Auch wenn wir das meistens hoffen. In den meisten Geschichten gewinnen die Helden und so wird es auch hier sein. Ich glaube, wir haben es mit etwas richtig Bösem zu tun, dem wir nicht gewachsen sind. Ich sag das Letzte. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, also abwarten. Ja, genau. Das Ganze hätte sich keine Hoffnung mehr, aber jedenfalls meint es doch so abwartend. Wir wissen nicht, was los ist, was passiert. Natürlich hoffe ich, dass am Ende alles gut wird und wir sie unbeschadet wiederbekommen. Aber positiv denken fällt einem in der aktuellen Lage echt schwer. Ja, kann ich verstehen. Nimm mir das bitte nicht übel. Nein. Alles gut, ich verstehe dich ja auch. Das war knapp, schreibt Laurenz. Wissen wir, ob das Laurenz ist, der gerade schreibt? Das ist gerade mein Problem. Er stand plötzlich hinter uns im Raum. Keine Ahnung, wie er dorthin gekommen ist. Vielleicht zwei. Dann kann er sich reingeschlichen, als er die Tür nicht im Auge hatte. Nein, das kann nicht sein. Hier, das ist das Ding. Zwei. Ich habe die ganze Zeit auf die Tür gestarrt und da kam niemand. Da gibt es vielleicht doch einen geheimen Gang, wie Finn vorhin eingeworfen hat. War hinter euch ein Bücherregal? Muss ja kein Bücherregal sein. Aber kann ja trotzdem ein Geheimgang sein. Wir sind einfach losgerannt. So schnell wir konnten. Und das hat geklappt? Warte mal, sonst könnte ich dir jetzt nicht schreiben. Ja, mach mal bitte eine Sprachaufnahme von euch beiden. Und die soll damit ein Feuer. Ach Gott, echt jetzt? Mit einem Feuergeschloss? Brech das Schloss mit deinem Brecheisen auf. Na geil, hat er verloren. Aber es ist ein Zahlenschloss, vielleicht hilft das. Oh nein, ich mache euch ein Bild davon. Oh nein, ich will nicht wieder, oh nein. Alles liegt gleich wieder an mir. Hat jemand eine Idee? Null, null, null ist doch. Muss ich machen. Die richtige Kombination rauszufinden, ist schlichtweg unmöglich. Ich will es einfach probieren. Ja, und was?
Und was für Zahlen willst du nehmen? Willst du jede Möglichkeit durchgehen? Ich konnte mal die Rechnung, ich weiß gerade nicht mehr, wie man das ausrechnet. Du hast einen Code, du hast ein, warte mal, wir fragen einfach mal ChatGPT. Da ist, mal wieder kann ich nicht schreiben, da ist ein, Alter, ich kann halt echt nicht schreiben. Schloss mit drei, Alter, meine Fresse, ey. Gesuchten Zahlen, Komma, die Zahlen gehen von 0 bis 9, wie viele Möglichkeiten gibt es? Tausend? Es gibt 1000 verschiedene Kombinationen. 10 mal 10 oder 10. Ich höre schon wieder dieses Lachen. Oh nein, wie weit ist er noch von euch entfernt? Kann ich nicht sagen, da hier alles halt. Wir können auch nicht zurück, sonst laufen wir in die Arme. Das ist richtig. Bleibt, wo ihr seid, wir sind gleich am Keller. Ja, wie wollen die denn die Tür aufmachen? Jetzt muss es nur noch der richtige Keller sein. Mach uns bitte keine Angst. Ja, sorry. Ach, Quatsch, das wird schon der richtige sein. Ach, Vicky, jetzt auf einmal so, eben warst du noch anders. Probiert bitte ein bisschen, da sind ein paar Kombinationen aus. Ja, ich probiere so viel ich kann. Also Nummer 66. Ja, stimmt. Ja, aber trotzdem. Probiere es trotzdem. Gibt es denn eine Zahl, die man mit Clowns verbindet? Das ist hier eine sehr wichtige Frage. Ich wüsste auch nichts. Warte mal. Gibt es eine 3-stellige Zahl, die man mit Clowns verbindet? Ein, zwei, drei wird oft mit Clowns in Verbindung gebracht. Diese Zahl ist bekannt aus dem berühmten Film S, It von Stephen King, in dem der Clown Pennywise eine zentrale Rolle spielt. In der Popkultur wird die Zahl 1, 2, 3 manchmal auch als humorvoll oder symbolisch mit Clowns assoziiert. Wenn du nach einer spezifischen Zahl suchst, die allgemein mit Clowns verbunden ist, könnte es auch die 3 sein, da sie oft für die 3 klassischen Arten von Clowns steht. Den weißen Clown, den Auguste und den Charakterclown. Er hat mir jetzt gerade geschrieben, sorry, Finn. Hey. Hey, ho. Let's go. Hast du mal überlegt, wie wir den beiden helfen können? Wir können sie ja nicht hängen lassen. Wie willst du ihnen denn helfen? Ist die Frage. Ich würde ja gerne, aber... Wie wäre es denn, wenn wir das Internet nach solchen Schlössern durchsuchen? Ja, aber was bringt das, wenn jemand einen eigenen Code dafür erstellt. Vielleicht haben wir Glück und es gibt so eine etwas wie Standardkombination. Moment, ich google das mal kurz. Oh Gott. Wehe, es kommt gleich wieder darauf an, ich muss mich entscheiden oder einen Code oder eine Lösung geben. Ich hasse es. Was soll ich da überhaupt eingeben? Ja.
Suche nach Standardkombination für Zahlenschlüsse. Das, was du gesagt hast. Nein, ich will keine Schlösser kaufen. Ah, das bringt uns nicht weiter, Finn. Ja. Ja, ist wirklich so. Du googelst eine Sache und dann bekommst du Werbung dafür. So, Moment. Hab gerade ein Forum gefunden, das sich mit den Schlössern beschäftigt. Lass mich raten, es ist eine Sackgasse. Ja, das bringt uns doch nicht weiter. Hallo und herzlich willkommen bei Handwerken und Jürgen. Heute geht es um Vorhängeschlösser. Jeder kennt sie. Große, kleine, offen, zu. Und solange der Schlüssel da ist, ist alles in Ordnung. Aber was machen wir, wenn ihr mal den Schlüssel verloren habt? Und da zeige ich euch einen ganz einfachen Trick. Ihr holt eine ganz normale Büroklammer, haltet die auseinander. Es dauert einen kurzen Moment, ist auch gar nicht schwer. Dann holt ihr euer Schloss und geht einfach in den Zylinder rein. Da dreht ihr einmal oder zweimal. Wie sagt man schön? Eigentlich geht das immer, aber jetzt im Moment, ja. Also eigentlich ist das Beste, wenn ihr euren Schlüssel erst gar nicht verliert. Wow. Aus jetzt. Wow. Danke für diesen konstruktiven Beitrag. Für nichts. Okay. Ob wir denen helfen können und was und ob uns dieses Video weiterhilft, finden wir in der nächsten Folge heraus. Deswegen, meine Lieben, lasst dir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier zu Circles of Death. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Horrorfans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.